Hallo liebe Nachbarinnen und Nachbarn, willkommen bei Frau Clara. Hier können Sie Ihre Fragen loswerden, von ganz konkret vor Ihrer Haustür bis hin zur großen Politik. Corona hat uns alle sehr getroffen, aber ganz speziell hat die Gastronomie auch sehr stark darunter leiden müssen und daran hängen hier viele Existenzen. Wie zum Beispiel hier in der Stargarder Straße, wo es viele Restaurants und Cafés oder auch Eisdielen gibt. Und nun ist es so, die Restaurants und die ganzen anderen Gastronomiebetriebe können wieder aufmachen, aber man muss auf Abstand sitzen, was heißt, es braucht einfach viel mehr Platz. Neben mir steht Henning Witzel. Er wohnt hier um die Ecke und ist hier vor Ort in der SPD engagiert und er hatte eine ziemlich gute Idee, wie man mehr Platz schaffen kann für Gastronomie, aber eben auch für die Fußgängerinnen und Fußgänger, die hier durchkommen müssen. Henning, erzähl doch mal, was für eine Idee hattest du? Ja, herzlichen Dank, Clara. Ja, es ist ja hier so, dass es heute schlechtes Wetter ist, aber wenn es ein bisschen Sonne ist, ist gerade hier vor dem Eiscafé sehr voll. Man kommt auch ohne Corona hier schon schlecht durch. Mit Corona, mit Einhaltung der Abstandsregeln wird es ganz schwierig. Da können dann eigentlich auch die Gastronomen ihre Außenflächen nicht erweitern, wie ja eigentlich vorgesehen war, dass man das unbürokratisch möglich macht. Meine Idee war jetzt zu sagen, wir gehen an die Parkplätze ran, streichen die nicht ganz, sondern gucken, dass die Autos nicht mehr längs parken, sondern quer und das in Richtung Fahrbahnmitte. Und die freie Fläche, die dann entsteht, könnten dann die Fußgänger nutzen und könnten ohne zu nah durch die Warteschlangen laufen zu müssen, da ganz gefahrlos passieren und die Abstandsregeln einhalten. Und gleichzeitig wäre sehr viel Platz gewonnen, dass die Gastronomen ihre Außenflächen teilweise auch beträchtlich erweitern können und damit den verlorenen Umsatz, den sie in der Corona-Zeit beim Lockdown gehabt haben, wieder ein bisschen gut zu machen. Neben mir sitzt Annette Unger. Sie ist in der Bezirksverordnetenversammlung engagiert und hat die Idee dort aufgegriffen. Annette, erzähl doch mal, wie ist es denn da eigentlich weitergegangen? Weitergegangen ist es folgendermaßen. Im Ausschuss für Verkehr und öffentliche Ordnung wurde ein Antrag erarbeitet, der genau das aufgegriffen hat. Also der zum einen sagt, die Menschen hier im Straßenland, die sich hier Eis kaufen, die hier einkaufen gehen, die müssen Abstand halten. Und zum anderen, dass man ermöglicht, dass die Gastronomie wieder mehr Einnahmen generieren kann. Das heißt, wir wollen, dass sie wieder mehr Tische stellen können, immer noch unter den Abstandsregeln, damit einfach ein bisschen Entspannung reinkommt. Überhaupt in diese ganze Ecke hier. Das ist ja immer eine volle Ecke. Also nicht nur zu Corona und zu Abstandszeiten, die man einhalten sollte. Nun sitzen wir jetzt ja gerade hier auf der Straße, aber das war ja noch nicht ganz das, was gedacht war. Also wir sehen hinter uns nach wie vor parkende Autos und noch keine Tische auf der Straße. Also was ist denn jetzt der aktuelle Stand? Warum ist vielleicht bis jetzt noch nichts passiert? Ja, noch nichts passiert ist leider Gottes, muss ich sagen. Also wir als BVV haben den Antrag am 17.06. in die BVV eingebracht. Er wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Und jetzt warten wir eigentlich darauf, dass das Bezirksamt handelt, dass der zuständige Stadtrat, Herr Kuhn, nun mal rangeht und dieses Anliegen wohlwollend prüft. Das steht so im Antrag drin, dass wir es schon toll finden würden, dass mal hingeguckt wird, wo kann man das vielleicht umsetzen, wo kann man der Gastronomie entgegenkommen. Und wir hoffen, dass das noch innerhalb, auch wenn es heute nicht so aussieht, aber innerhalb des Sommers passiert und nicht erst zum Ende der Sommerpause. Danke Henning, danke Annette. In Zeiten wie Corona ist es wichtig, dass Politik und Verwaltung auch mal ein bisschen kreativer und flexibler auf bestimmte Sachen reagiert. Ich hoffe ja, dass wir es schaffen, uns diese Kreativität ein bisschen auch in die Zeit nach Corona zu erhalten. Wenn auch Sie eine Frage haben an mich oder an die Politik, dann schreiben Sie mir. Und überhaupt, vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.